Hallo Leute und willkommen zurück mit einem neuen Tutorial. Heute geht es mal nicht ums klassische Modellieren, sondern ich möchte euch eine neue Funktion, was heißt neu, beziehungsweise generell eine Funktion, etwas näher bringen. In der Vergangenheit habe ich die Cinema 4D Version R12 benutzt, relativ alt, und da ich jetzt einen Kunden habe, für den ich einige neue Plugins brauche, beziehungsweise Presets, musste ich mir doch eine neue Version zulegen quasi und habe mich jetzt für die R18 entschieden. Die neueste ist die R19, allerdings brauche ich das nicht. Die 18 ist genug. So, was ich euch jetzt mal zeigen möchte, ist der neue Kanal, den es gibt, Reflektivität. Der wurde ersetzt mit der ganz normalen Spiegelung, mit der klassischen Spiegelung, die es damals gab, und auch das Glanzlicht. Das wurde jetzt zusammengepackt und in einen Kanal getan. Wenn ihr das öffnet, denkt ihr vielleicht, es ist ein bisschen chaotisch und ein bisschen unübersichtlich, weil früher war das einfach sehr einfach und sehr simpel gehalten und schlicht. Prinzipiell stimmt das schon. Allerdings zeige ich euch mal und gehe mit euch mal jeden Punkt einzeln durch und versuche euch das etwas näher zu bringen. Und ich hoffe, ihr könnt was lernen, weil eigentlich ist die ganze Sache hier sehr nett gemacht. Also auf jeden Fall muss ich sagen, kann man sehr viele Sachen mitmachen und hat man auch viel mehr Freiheiten wie früher. So, als erstes geht ihr auf den Kanal. Was ihr immer seht, sind oben einmal Reiter Ebenen und dann einmal Glanzlicht. Das Glanzlicht, das ist automatisch schon erstellt, damit ihr quasi einfach nur ein klassisches Glanzlicht habt, so wie ihr das auch kennt von damals. Dann, um euch das zu zeigen, löschen wir es einfach mal. Wir gehen hier auf Ebene und löschen das hier. Gehen wir auf Hinzufügen und haben hier verschiedene Kanäle quasi. Die ersten vier, die unterscheiden sich kaum. Das ist prinzipiell, um Metall zu erstellen, beziehungsweise um etwas zu spiegeln zu können. Die unterscheiden sich eigentlich sehr, also nicht wirklich von groß voneinander, sondern einfach nur in welcher Form die einzelnen Strahlen reflektiert werden, beziehungsweise die Streuung wird ein bisschen anders gehandhabt bei den verschiedenen Einstellungen. Aber im Endeffekt ist das alles gleich. Dann Anisotropie, ohne jetzt groß in die Technik zu gehen, um in die technische Definition zu gehen. Prinzipiell habt ihr hier einfach nur eine Rauheit, die ihr haben könnt, und könnt ihr auch hier mit verschiedenen nette Muster erstellen, um halt die Richtungen der Reflexion und der Spiegelung und Einfluss des Lichtes könnt ihr damit auch kontrollieren und verschiedene Muster mit kreieren. Gehe ich noch später darauf ein. So, und dann löschen wir es mal. Als nächstes haben wir, also ich zeige euch das trotzdem mal, wie es gerendert aussieht. Rennen wir das mal kurz durch. Also wie ihr sehen könnt, ist es prinzipiell eine ganz normale Rauheit, wie ihr damals auch erstellen konntet. Allerdings könnt ihr damit noch ein bisschen mehr machen und das zeige ich euch gleich nochmal. Löschen wir das Ganze mal. Der nächste ist der Lambert. Das heißt, rennen wir mal. Im Endeffekt gibt es hier keine Spiegelung, es ist einfach nur rau und es erinnert so ein bisschen, für meiner Meinung nach, ein bisschen an Beton. Besonders diese Kugeln sind halt eher sowas wie Beton-Abrissböen, kann man sagen. Wie ihr hier schon sehen könnt, habt ihr nur diese Rauheit und Spiegelung. Und es sieht aber relativ gut aus. Also könnt ihr Beton mitmachen, oder also meiner Meinung nach, und auch andere interessante Dinge. Der nächste ist genau dasselbe praktisch, allerdings unterscheidet er sich auch ein bisschen im Glanzlicht und die Einflüsse des Lichtes, ist aber sehr unmerklich, also ihr könnt da nicht groß Unterschiede erkennen. Sieht meiner Meinung nach aber ein bisschen anders aus, und zwar ich würde es interpretieren als so kennt ihr ja für Weihnachten diese Glitterkugeln, die also mit so Glitzer überzogen sind, und es erinnert mich doch etwas daran. So, ich habe das nochmal, könnt ihr nochmal sehen. Also das ist nur meine Interpretation, aber rein
Faktisch und rein objektiv betrachtet gibt es da keinen großen Unterschied zu dem anderen Layer. Löschen war das und haben jetzt noch die letzten drei. Die ist die klassische alte Spielung, die es damals gab. Also quasi unterscheidet sie sich nicht von den oben, von den Backman, sondern die ist einfach nur aus Kompatibilitätsgründen mit älteren Cinema 4D-Dateien. Dafür ist die halt vorhanden und wenn ihr ältere Dateien öffnet, dann habt ihr eventuell öfter mal die Spiegelung alt offen. Und das Glanzlicht auch ist dasselbe in Grün. Das ist prinzipiell nur das Glanzlicht und andere auch Glanzlicht. Das ist auch nur da, deswegen steht auch alt für die ganzen alten Versionen. So, gehen wir mal hinzufügen und zwar hinzufügen und machen wir den Backman auf. Jetzt können wir hier verschiedene alles durchwählen. Ihr habt zwar verschiedene Presets, die ihr auswählen könnt, allerdings können wir auch natürlich alles simpel erstellen, individuell, wie wir haben wollen. Oben haben wir die Helligkeit des Glanzlichtes, also wenn wir das jetzt 100% haben, dann haben wir halt diese klassische Kugel, die halt wie ein Spiegel wirkt. Wenn wir das jetzt auf, sag ich mal, 30 haben, dann vermischt sich das halt mit der Hintergrundfarbe, die wir haben, mit dem Kanal der Farbe. So, die Spiegelung ist, das Glanzlicht meine ich, ist genau dasselbe in Grün. Das betrifft einfach die Stärke des Glanzlichtes. Dann haben wir einen Typ, können wir nochmal auswählen, ob wir es nochmal beibehalten wollen oder was anderes hinzufügen wollen. Dann bei der Abschwächung, das ist im Wesentlichen gerade das mit dem Farbkanal vermischt werden soll. Heißt bei Durchschnitt, das ist dann, also gehen wir mal 50% zum Beispiel. Hier haben wir dann den Durchschnitt, das ist halt als durchschnittlich betrachtet wird, das heißt der Reflektivitätskanal und der Farbkanal, das wird durchschnittlich zusammengemischt. Dann Maximum, das ist dann wird die Qualität, wie halt das am besten gerendert wird, der beste Schnitt von beiden. Dann haben wir den Additivmodus, wie ihr das auch von Photoshop kennt, wird es halt einfach hinzugefügt, praktisch addiert zu dem Farbkanal. Und bei Metall haben wir, dass es dunkel wird als Metall, wie ihr das auch von früher kennt. Können wir mal rendern, das müsste allerdings schwarz sein, genau. So, allerdings am besten ist es dann Maximum zu lassen. So, dann haben wir die Rauheit. Also ich stelle es mal auf 100 nochmal. Dann können wir hier die ganz normale Rauheit bestellen, wie damals auch. Also wenn wir es beispielsweise auf 30 haben, dann seht ihr schon, ist das rau. In diesem Grad rau. Was allerdings ganz cool ist, ihr könnt es auch mit einer Textur vermischen. Das heißt, wenn ihr beispielsweise hier auf diese Dreiecke geht, also wenn ihr alle hier Dreiecke entdeckt, könnt ihr das alles nochmal mischen mit anderen Texturen, die ihr habt. Das heißt, gehen wir auf Rauheit, öffnen wir das mal und öffnen wir hier unsere Textur, also für unsere Bilder und wählen beispielsweise mal diese Textur hier. Wie ihr sehen könnt, müssen wir es natürlich etwas mehr hochdrehen, seht ihr schon, dass die Textur jetzt mit der Rauheit vermischt wurde. Das heißt, wir hatten ja jetzt so eine Steintextur und alles, was halt hohe, was halt dunkle Farben hat, beziehungsweise was halt helle Farben hat, hier in diesem Fall helle Farben, das wird halt dann als rau definiert und alles, was dunkle Farben hat, das wird halt als nicht rau bzw. weniger rau definiert. Ist ganz nett, könnte mit nette Spielereien machen und könnte auf jeden Fall ganz viele verschiedene Dinge mit probieren. So, dann löschen wir das mal ganz kurz nochmal raus. Ups. Textur löschen.
Und die Rauheit machen wir mal, ups, ja, machen wir Rauheit ein bisschen runter. So, dann schließen wir das. Haben wir die Spiegelstärke, obwohl machen wir es mal 0. Die Spiegelstärke, das gibt an, inwiefern die Stärke der Spiegelung ist. Das heißt, wenn ihr 100% habt, dann fällt natürlich Licht ein und es kommt zurück und es spiegelt. Wenn ihr jetzt 0 habt, dann wird es auch schwarz. Und zwar aus dem einzigen Grund, weil dann auch kein Licht ankommt. Also auf 100% kommt Licht an und es fällt halt zurück. Und auf 0 fällt kein Licht ein, also kann kein Licht einfallen und dementsprechend kommt halt nichts zurück. Also nicht verwechseln mit der Farbe, beziehungsweise mit der Helligkeit. Dann Glanzlichtstärke ist dasselbe in Grün, also wie das Glanzlicht, in welchem Umfang das Glanzlicht ist. Könnt ihr auch mit der Textur nochmal versehen. Dann Relief, könnt ihr auch ein Relief hinzufügen, wie auch hier diesen Reiter machen könnt, um einfach Rauheiten nochmal besser zu definieren oder einfach verschiedene Schichten nochmal definieren zu können. Dann unter Ebene Farben könnt ihr halt die Farbe der Spiegelung wählen, wie auch schon damals. Wenn ihr rot haben wollt, dann können wir es mal rendern. Dann ist die Spiegelung natürlich rot. Und die Helligkeit könnt ihr dann auch noch könnt ihr halt die Helligkeit bestimmen der Spiegelung, wenn ihr das rendern würdet. Und wir haben die Farbe rot, ja. Dann ist die Spiegelung rot, allerdings ist die ja halt nicht so stark und deswegen kommt halt der Hintergrund gut zur Geltung an der Farbe. Machen wir das aber wieder mal weiß. Man könnte auch eine Textur wählen, wie damals auch. Dann die Ebene Maske. Und zwar, ihr könnt hier verschiedene Masken auswählen. Also das heißt, ihr habt hier eure Parameter schon ausgewählt, die ihr haben wolltet. Beispielsweise nehmen wir mal ein bisschen Rauheit rein, nehmen wir bei den Farben mal ein Fresnel rein und dann rendern wir mal das. Obwohl, ja, okay, gut. Dann haben wir diesen Look hier und jetzt obendrauf nochmal als neue Ebene, quasi eine neue Maske, könnt ihr jetzt beispielsweise noch andere Texturen hinzufügen. Entweder eure, die ihr habt, oder wir beispielsweise machen mal ein neues rein und rendern mal und sehen dann, dass wir halt, ja okay, sehen wir auch, genau, sehen wir schon gut, dass wir halt unsere alten Parameter haben, das heißt unser Fresnel, unsere Rauheit, unsere Spiegelung und obendrauf nochmal haben wir den neuen Shader. Somit habt ihr halt verschiedene Möglichkeiten nochmal das präziser anzugehen. Dann löschen wir das als nächstes und ihr könnt natürlich eure auch eigenen Bilder hinzufügen. Als nächstes haben wir Fresnel. Und zwar, ihr könnt zwar Fresnel auch unter Textur hinzufügen, allerdings ist das ein klein bisschen, funktioniert das ein bisschen anders. Und zwar, Fresnel müsst ihr euch so vorstellen, dass wenn ihr jetzt eine glatte Oberfläche habt und ihr guckt von oben, die Sonne scheint und ihr guckt von oben drauf, kann es sein, dass er die Oberfläche, dass sie halt nicht spiegelt, sie reflektiert halt nicht. Sie ist hell, aber reflektiert nicht. Wenn die Sonne allerdings von der Seite scheint und ihr schaut von der Seite drauf, dann werdet ihr eventuell sogar geblendet. Das kennt ihr vielleicht, wenn bei nasser Straße Auto fährt und die Sonne geht gerade auf, dass ihr eventuell auch geblendet werdet auf der Straße. Obwohl Beton ja eigentlich gar nicht blendet unter Wasser. So, deswegen können wir hier Fresnel eingeben, dann können wir hier verschiedene Parameter wählen. Das heißt Leiter, also wie der Name schon sagt, aus der Physik, heißt Metalle oder Eigenschaften, die halt es erlauben, dass Sonne reflektiert und blendet und auch Elektrizität geleitet wird. Deswegen haben wir die Presets, können wir auswählen, entweder was Eigenes können wir machen, oder halt, wir können uns was aussuchen, beispielsweise bei Kupfer. Machen wir die Helligkeit mal 100. Und Fresnel machen wir mal raus, damit wir nur das eine haben hier. So. Und Rauheit machen wir mal 0.
so, um das euch mal besser zu zeigen, da wir eine Kugel haben, sieht man das nicht so gut. Deswegen gehen wir mal rechte Maustaste und machen das mal als Würfel, also runder Würfel. Und rechte Maustaste wieder, um das mal groß zu machen, das Fenster. Und ziehen wir das mal groß. So, dulle. Also, wie ihr sehen könnt, oder auch nicht sehen könnt, wir ziehen das mal ein bisschen in diese Richtung. Genau, so sehen wir das schon mal ganz gut. Hier unten, also das ist prinzipiell eine Textur, also dementsprechend sollte es natürlich überall gleich aussehen. Allerdings haben wir jetzt so einen Unterschied, dass die Sonne halt von oben drauf scheint und die werde hier ein bisschen geblendet, also was heißt geblendet, aber spiegelt halt sehr doll. Und hier spiegelt es gar nicht, es sieht fast rau aus. Und das ist prinzipiell das Einzige, was dieser Fresnel Shader hier tut. Heißt, ihr könnt damit so solche Effekte erstellen. Und wenn ihr jetzt auf Leiter geht, also ihr könnt halt Leiter wählen und prinzipiell ist das alles dasselbe. Und der Gegensatz dazu ist elektrisch, das heißt nicht leitende Objekte. Also wenn wir zum Beispiel mal auf Diamant gehen, ist eigentlich egal, sehen wir, das ist zwar, man sieht zwar auch, dass es ein bisschen reflektiert, allerdings ist es halt ein bisschen matter. Also das ist halt nicht so farbenfroh und nicht so, ja, das reflektiert nicht so viel, nicht so stark. Und das ist prinzipiell alles, worum es geht. Ihr könnt dann hier auch die Stärke nochmal bestimmen, wenn ihr darauf achtet mal, die Stärke oder also den Brechungsindex, also die Brechung, wie stark das gebrochen werden soll und auch hier die Stärke hoch. So, dann machen wir das mal raus, das heißt kein, machen wir das mal wieder als Kugel. Wo haben wir die Kugel? Da. Und jetzt kommen wir zu Fresnel. Haben wir zu Sampling. Sampling, das gibt nochmal ein bisschen extra zum Rendern, noch ein paar nette paar Gimmicks. Wenn ihr es als rau habt beispielsweise, mal sehr rau jetzt, ups, machen wir hell. Nehmen wir jetzt mal sowas rau. Und rendern wir es mal. Dann haben wir jetzt so eine grobe, sag ich mal, grobe Rauheit. Wir wollen es allerdings ein bisschen matter haben. Das heißt, wir wollen es nicht so grob haben, sondern ein bisschen, dass das Rendering ein bisschen besser aussieht. Und zwar die Unterteilung, gehen wir dann Sample der Unterteilung und stellen es etwas höher. Nicht so hoch, weil das verbraucht dementsprechend auch sehr viel, dauert halt sehr lange fürs Rendering, sieht aber auf jeden Fall nett aus. So, also jetzt mal stellen wir das mal hoch und rendern wir es mal. Also A braucht es lange, aber ich glaube das war ein bisschen zu extrem. Stellen wir das mal ein bisschen weiter runter und rendern wir nochmal. So, okay, also es dauert jetzt ein bisschen langes Rendering, aber wie ihr jetzt sehen könnt, schon mal ganz gut, ist es einfach, gibt es einen wunderbaren und sehr smoothen Matt-Effekt, was sehr gut gefällt. Wenn wir das jetzt halt den Sampling beispielsweise auf 0 stellen und mal rendern, also ich verändere nichts an der Rauheit, ne, sondern nur das Sampling, seht ihr, das Rendering geht sehr schnell. Und es sieht einfach sehr rau aus und sehr spröde und meiner Meinung nach nicht unbedingt sehr gut. Das Sampling hier, wenn wir das erstmal auf 4 stellen wieder, um das relativ normal zu machen, rennen wir mal. Ja, okay, gut. Das gibt an, in welchen Radius, wenn wir jetzt so eine raue Oberfläche haben, das gibt halt an, in welchen Radius das Licht streuen kann. Also von wo das jetzt springen kann, sage ich mal quasi. Das heißt, wenn wir jetzt mal zwei unterschiedliche Dinge rendern, das heißt, wir rendern mal mit, obwohl, machen wir es mal genau.
Und zwar, wir rendern das mal mit der Begrenzung von 0. Heißt, wir rendern das mal fix durch. Also wie ihr schon sehen könnt, das Licht, das fällt ein, aber es hat keinen großen Radius, wo es streuen kann. Trotz jetzt der Rauheit, die es da gibt. Wenn wir jetzt zum Beispiel mal als Gegenpol das jetzt voll aufdrehen, also als Default ist das als steht es als 8, also steht es bei so, würde ich sagen, normalen Werten. Und wenn wir das mal rendern würden, jetzt mal mit voll aufgedreht, da seht ihr schon, dass das Licht halt einen besseren Einfall hat. Und obwohl das Licht ja von oben kommt, füllt es auch hier die Seiten aus. Obwohl von der Seite ja eigentlich kein Licht kommt. Ihr müsst jetzt nicht unbedingt die Werte groß verschieben, aber ich sage euch mal einfach, dass es das gibt und dass ihr das gerne nutzen könnt. Und vielleicht gibt es halt Momente, wo ihr das auf jeden Fall brauchen könnt. So, wie gesagt, wenn wir das machen, also das heißt, so ist es halt ohne. Und na super, rennen wir mal kurz durch. So, wie ihr sehen könnt, also hier ist es, dass die Reflexion, dass es halt das Licht überall einfällt. Und wenn wir es hier gehen, haben wir die schwarzen Punkte. Weil rein theoretisch fällt halt kein Licht rein, deswegen ist es halt dunkel. Ja, das ist eigentlich alles dazu. Dann das Abschneiden. Und zwar, wenn wir jetzt mal auf 0 stellen, Rauheit. Und beispielsweise, wir haben jetzt so einen Effekt, quasi so eine Glasur. Also, das wäre am besten, wenn wir beispielsweise mal ein Fresnel haben. Und die, also wenn wir das jetzt mal rendern würden, dann ist es ja in diesem Fall so, dass das Fresnel die ganze Kugel bedeckt. Also, dass auch das Glanzlicht dementsprechend überall ist. Und auch die Spiegelung von allen Seiten ist. Und eventuell gibt es Momente, wo wir das nicht haben wollen. Und deswegen können wir das abschneiden. Also wie der Name schon sagt, dass da einfach ein bestimmter Teil abgeschnitten wird vom Fresnel aus. Also wenn wir jetzt das mal auf ganz hoch machen, hochstellen, und wir rendern das, dann seht ihr schon, dass nur der Außenrand hat ja diese Glasur quasi, also dieses Fresnel in dem Fall, und hier den Bereich, der hat halt keins. Ihr könnt es natürlich auch noch, ja, also je nachdem, was für Modelle ihr habt, könnt ihr das dementsprechend dann anpassen, wie ihr möchtet. Aber um das euch mal gezeigt zu haben, könntet das theoretisch machen. So, stellen wir es mir mal wieder mal auf niedrig und Fresnel mal aus, und damit wir nur eine Kugel haben. Und zwar haben wir hier die Farbe. Also, wenn wir das rendern, haben wir ja einen Spiegel, und der Spiegel würde ja prinzipiell, da es ja andere Kugeln gibt, würde das ja uns unendliche hin und her spiegeln, hin und her springen, bis irgendwann der PC qualmt. Um das zu verhindern, gibt es eine Sperre quasi, also eine Tiefenbegrenzung, und die dann in dem Fall schwarz ist. Das ist die Ausgangsfarbe. Das heißt, irgendwann, wenn es aufhört, dann hat es eine Farbe, in unserem Fall schwarz. Schwarz sieht in diesem Fall am besten aus, weil das könnte man kaum erkennen. Also seht ihr hier, wo meine Maus ist, da ist es schwarz. Wenn wir die Farbe jetzt ändern, auf beispielsweise mal rot, sehen wir, dass es halt spiegelt und dann irgendwann rot ist. Da, wo das Schwarze war, ist es rot, weil dann ist die Begrenzung einfach da. Weil ansonsten ist, wie gerade schon gesagt, die Renderzeit einfach enorm hoch. Ihr könnt es auch gerne verändern. Das heißt, wenn wir hier in die Render-Voreinstellung gehen, unter Optionen, könnt ihr hier die Reflexionstiefe bestimmen. Ich habe jetzt 5, das heißt, es spiegelt 5 mal und her. Wenn wir das jetzt mal 20 mal haben, beispielsweise mal, oder naja, 26 mal, okay, bei Spiegelung geht das, und das mal rendern, dauert es nicht unbedingt merklich länger, weil das eine Spiegelung ist, aber es kann länger dauern.
dann seht ihr schon, dass es 20 Mal hin und her spiegelt. Und wenn es dann erreicht ist, 20 Mal, dann ist es halt auch die Ausgangsfarbe rot. Wenn wir das jetzt beispielsweise ranzoomen, und ranzoomen wir mal, dann seht ihr so ganz leicht, es ist auch rot hier hinten. Also er spiegelt das 20 Mal, oder was ich gerade eingestellt habe, und irgendwann ist es dann auch die Farbe, die Ausgangsfarbe, die wir haben wollen. Also die hier Ausgangsfarbe ist. So, das dazu. Dann haben wir den separaten Pass. Das heißt, ihr könnt als Multipass rendern. Das heißt, wenn ihr eine Photoshop-Datei habt, also beziehungsweise ihr habt euer Bild erstellt und ihr wollt daraus eine Photoshop-Datei erstellen, um diese dann hinterher nochmal zu verändern. Dann könnt ihr in den Einstellungen von Stellung gehen, könnt ihr Multipass anwenden und dann könnt ihr hier bei separaten Pass, könnt ihr auch ein Häkchen machen und dann rendert er den Effekt hier separat raus, sodass ihr den als separate Ebene bei Photoshop bearbeiten könnt. Das könnt ihr mit allen möglichen Effekten machen und was halt sehr praktisch ist, um halt für Photoshop die ganzen Dateien nochmal in Post-Production zu bearbeiten. So, dann zu guter Letzt haben wir die Distanzabblendung. Heißt, wenn wir das anklicken, dann erscheint hier so eine Kurve quasi. Das heißt, obwohl machen wir es hier nicht. Dazu gehen wir, weil das ist die Distanz, dazu gehen wir dann einfach mal unsere Farbe für unseren Hintergrund. Das ist dieses hier. Und wählen einfach irgendwas wieder, Backman, und machen mal die Spiegelung 100 und die Farbe allerdings nicht Spiegelung, sondern als grau quasi. Wenn wir das jetzt rendern, obwohl ich mache das mal ein bisschen mehr zur Mitte, wenn wir das jetzt rendern, haben wir überall Spiegelung. Was hier unten wollen wir das ja haben, weil Spiegelung sieht gut aus. Allerdings haben wir hier überall Spiegelung, weil es halt 100% und ja, sieht einfach doof aus. Deshalb gibt es unten diese Distanzabblendung. Die aktivieren wir und dann rendern wir mal. Und alles, was eine bestimmte Distanz zu dem Objekt hat, wird ausgeblendet. Und alles, was sehr nah dran ist, wird halt als Spiegelung betrachtet. Also hier seht ihr, zum Beispiel wird es ein bisschen gespiegelt. Das ist jetzt ein bisschen wenig, deshalb können wir mal die Parameter ändern. Wenn wir hier auf dieses Dreieck gehen, und dann klappt sich im Menü auf und könnt ihr die Distanz in der Abnahme wählen. Heißt, die Abnahme, das ist, ups, seht ihr hier vielleicht, dann könnt ihr hier die Kurve sehen. Na okay, das klappt jetzt doch nicht ganz, oder? Wenn wir das jetzt sehen, doch, super. Haben wir beides im Blick. Also haben wir die Kurve hier und wenn wir die Abnahme, können wir jetzt als ganz klein machen oder ganz groß. Und dementsprechend ist halt der Effekt sehr grob, also sehr oberflächlich oder halt weniger grob. Beispielsweise, wenn wir das jetzt mal voll haben und wir rennen, war das. A, sieht das nicht gut aus. Und B, also haben wir diese Spiegelung, an sich ist Spiegelung gut, allerdings ist es sehr extrem. Das sieht aus, als ob diese Bubble aus dem Boden kommen. Also sieht nicht aus wie eine eigentliche Spiegelung. Und wenn wir das halt auch klein haben, dann sehen wir das halt kaum. Sehen wir es gar nicht. Deswegen wäre es am besten, wenn du das auf 0 lasst und die Distanz einfach benutzt. Also wenn wir die Distanz halt auf 0 haben, haben wir halt keine Distanz zwischen. Deswegen ist unsere Spiegelung quasi auch 0. Wenn wir das jetzt, also defaultmäßig ist es auf 100 cm. Wenn wir es beispielsweise nur auf 400 haben, war. Mhm.
seht ihr, dass die Spiegelung hier schon sehr, sehr viel mehr Spiegelung gibt. Zwar, das ist jetzt von den 400 ist es ein bisschen viel, also eigentlich ist es gut, aber um euch das zu zeigen, ist es doch ein bisschen viel, und zwar, weil das wird nämlich auch etwas verwischt. Also das heißt, wenn wir das jetzt mal auf, sag ich mal, 260 haben, und ihr rendert das kurz mal durch, dann, ja, okay, das, genau, sehen wir hier, haben wir die Spiegelung und die geht dann irgendwann, es wird halt abgewedelt, quasi. Das sieht dann ganz, auf jeden Fall ganz spannend aus. Und hier hinten haben wir gar nichts, weil der Abstand von Kugel zu Hintergrund ist halt so groß, dass es nicht ins Gewicht fällt. Und wir haben halt nicht diese Spiegelung von der Beleuchtung, sondern nur von den Kugeln hier, was auch sehr praktisch ist und sehr gut aussieht. So, und damit sind wir eigentlich auch schon durch. Ja, jetzt zeige ich euch noch, wie am Anfang erwähnt, wie ihr, ups, na, ja, okay, warte mal, Hintergrund, deswegen ist egal. Nehmen wir unsere Kugel wieder, da haben wir, Textur für die Kugel, und löschen wir das mal. Und ich zeige euch mal jetzt, wie ihr das Anisotropie, wie ihr die anwenden könnt. Wenn ihr das nur jetzt anklickt und rendern, dann, wie gerade schon gezeigt am Anfang, habt ihr nur diese Rauheit. Und ja, sieht jetzt nicht sehr spannend aus, könnt ihr auch ganz normal erstellen. So, wenn wir jetzt runtergehen, machen wir das mal weg, beziehungsweise wenn wir jetzt die Parameter uns angucken, ihr könnt jetzt alle verschiedenen Einstellungen natürlich wählen, wie gerade beschrieben. Allerdings haben wir unten die Ebene Anisotropie. Also, und das heißt, können wir mal das groß machen wieder. Wo haben wir es? Fenster öffnen. Und zwar machen wir hier erstmal ein Muster rein. Beispielsweise können wir hier Gitter wählen. Und haben wir hier schon mal Gitter. Jetzt können wir eventuell die Rauheit ein bisschen runterdrehen. Jetzt können wir hier verschiedene Muster wählen, die wir haben wollen. Beispielsweise ein Kreis. Dann ist es ein Kreis. Oder auch, also keins, dann haben wir halt nur diese Rauheit. Was allerdings sehr praktisch ist, beziehungsweise was allerdings sehr den Unterschied macht, wenn wir jetzt auf Riefen gehen. Riefen, das sind quasi so Einkerbungen. Wenn wir jetzt beispielsweise mal auf Primär gehen. Primär, das heißt, das sind so einmal rum um den Würfel, um die Kugel rum. Sind Primär und Sekundär wäre quasi von oben nach unten. Und hier könnt ihr dann nochmal als Muster, zeige ich euch das nochmal ganz kurz, könnt ihr verschiedene Muster wählen. Beispielsweise Kreise oder Rauten. Könnt ihr dann verschiedene Effekte damit machen. Beispielsweise, wenn wir jetzt keins haben, dann haben wir ja nur diesen Verwischungseffekt. Wenn wir jetzt beispielsweise mal auf na, Primär und wenn wir das mal rendern, dann kriegen wir beispielsweise diesen Effekt hier. Das ist zum Beispiel, wird benutzt, wenn ihr jetzt eine Skyline habt und die von weiter weg betrachtet und die halt im Wasser sich reflektiert. Dann habt ihr auch diese verschwommene. Und somit könnt ihr halt auch verschiedene Muster kreieren. Ihr könnt halt jetzt, wie schon gerade beschrieben, rendern wir mal beispielsweise, wenn wir mal eine Raute haben. Dauert ein bisschen. Jetzt. Wenn wir es mal rendern. Hier stehen dann halt verschiedene Muster, wie ihr da halt haben wollt. Dann hier haben wir die verschiedenen Parameter, die ihr noch zufügen könnt, quasi. Also jetzt sage ich mal die Stärke der Einkerbungen
quasi, also beziehungsweise der Verwischung der Richtungseffekte quasi und dann die Richtung, in welche Richtung das denn alles scheinen soll. Wie ihr sehen könnt, verändert sich das halt auch ein bisschen. So, dann könnt ihr die Projektion beispielsweise, wenn ihr mal Briefen auf, ne, wo war's, auf eingeht, dann haben wir hier nur diese eigenen erstellten, könnt ihr beispielsweise auch Projektion wählen. Also planar ist praktisch so, wenn ihr jetzt einen Streifen habt, dann ist es von oben nach unten durchgehender Streifen, deswegen verändert sich das jetzt nicht an der Kugel. Wenn wir jetzt aber radial haben, wie der Name schon sagt, das ist so ein bisschen kreisförmig, dann können wir damit ganz nette Muster machen. Wenn wir das mal rendern würden, seht ihr schon, dass es ganz nette Verwischeffekte gibt. Und hier unten, wie schon gerade erklärt, könnt ihr, ist ein bisschen selbsterklärend, würde ich mal meinen, könnt ihr die verschiedenen Parameter wählen. Beispielsweise die Länge von den Dingern hier, von den Riefen. Oder auch die Größe. Ich glaube, das war doch genau die Größe, wie viele es sind, beziehungsweise wie dünn die sind. Und ja, schaut euch einfach mal durch. Ihr könnt damit mal rumspielen, was für euch am besten ist. Ihr könnt auch ein eigenes Muster erstellen, das ist auf jeden Fall ganz cool. Also, wenn ihr hier, könnt ihr auch einen Winkel halt, beziehungsweise wenn ihr hier unten auf den aufs Dreieck geht, könnt ihr euren eigenen Texturen fügen und dann auch den Winkel erstellen. Machen wir das mal. Jetzt hat er halt anhand meiner Textur, die ich schon gemacht habe, hat er hier halt verschiedene Einkerbungen und verschiedene Richtungen. Und jetzt könnt ihr den Winkel natürlich könnt ihr den Winkel hier verstellen, wie ihr das gerne haben wollt. Und dann, was gibt's hier noch zu sagen? Also spielt einfach mal durch. Wenn ihr nicht Textur öffnen. Wo hatten wir das? So, hier bei der Spiegelung. Also könnt ihr noch wählen, wenn ihr. Das geht aber nur, wenn ihr euer eigenes Muster verwendet. Und zwar unter Spiegelung, dann könnt ihr spiegeln unter U und V. U und V heißt quasi, welche Richtung das gespiegelt wird. Also wenn ihr halt euch den Würfel, die Kugel vorstellt, dann ist es halt quasi so diese Achse hier, die ihr da verstellen könnt, die grüne quasi, einmal rundum. Ne? Da war ich wohl zu schnell gerade. Was habe ich da gemacht? Warum ist das jetzt dunkel? Rennen wir mal kurz. Na gut, who knows, warum das jetzt eine andere Textur hatte. Und wenn wir das jetzt mal beispielsweise rendern, gehen wir hoch und spiegeln wir mal das auf U. Rendern wir das mal. So, ich habe das mal gerendert, jetzt mit beiden, Spiegelung V und Spiegelung U. Das heißt, hier habt ihr das U, das heißt, achtet mal auf die Schatten bzw. Spiegelung, und wenn wir das U haben, dann dreht sich das halt quasi ein bisschen. So, das dazu. So, jetzt sind wir einmal durch soweit. Noch um das Ganze noch ein bisschen abzurunden, nochmal ganz kurz anzugehen, löschen wir es mal. Hinzufügen, bei den Textilien bin ich hier gerade nicht drauf eingegangen. Das ist prinzipiell, wie Name schon sagt, könnt ihr verschiedene Texturen, verschiedene Textilien wählen. Wenn ihr runter geht, habt ihr hier die Ebene Textilien. Da könnt ihr Anzug, Jeans, Presets wählen, was ihr haben wollt. Dann könnt ihr Wolle, euer Material nehmen, die Farben ändern, und auch hier ist alles sehr selbsterklärend, was es alles sein soll.
die Stärke, Größe und die verschiedenen Winkel könnt ihr anpassen. So, sage ich mal, ich hoffe, ihr seid beigeblieben, ihr habt euch das angetan, die 40 Minuten. Und ich hoffe, ihr konntet etwas lernen. Und wenn ihr Fragen habt, dann stellt mir die gerne in die Kommentare. Ich kann gerne nochmal ein anderes Tutorial machen zu irgendwas, was euch begehrt. Schreibt mir es einfach in die Kommentare. Und ansonsten würde ich sagen, bis dann, haut rein und bis zum nächsten Video.